muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich ein Narr, denn dann würde ich die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Liebe Gemeinde, die Rhein-Main-Region besitzt einen uralten Sagenschatz, der bis heute fasziniert und in den Bann zieht. Wer hier aufgewachsen ist, kommt eigentlich gar nicht darum herum, um diese Erzählung. Ich meine die Erzählung von dem strahlenden Helden Siegfried, dem Drachentöter. Siegfried, der gilt als das Vorbild des deutschen Helden. Er ist ein Mann von außergewöhnlicher Kraft. Er ist geschickt im Kampf. Er ist ein schöner Mann, was ja nicht ganz unwesentlich ist. Und, was heute vielleicht viele schmerzlich vermissen, er ist unbedingt treu. Aber besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass er als unverwundbar gilt. Das ist doch mal ein echter, starker Held, der nicht verwundet werden kann. Und wir alle wissen auch, wie Siegfried seine Unverwundbarkeit erlangt hat. Er hat im Drachenblut gebadet. Er erschlug einen Drachen und nicht genug, dass er das geleistet hat, er badet sich dann auch noch in dessen Blut. Und das machte ihn dann zu jenem idealen, unverwundbaren Helden. Und als er dann auch noch einen Goldschatz gewinnt, also reich wird, und dann auch noch die Hand der schönen Königstochter Kriemhild erringt, dann ist sein Glück vollkommen. Diese Gestalt berührt Wünsche und Sehnsüchte, die in uns selbst auch leben und lebendig sind. Und sie sind in ihm Literatur geworden. Wer hier in dieser Region aufwächst, der kommt um diese Rheinsaga nicht herum, das Lied der liebe Lungen. Denn am Rhein spielt das Geschehen, was ich gerade geschildert habe. Und ob in der Schule, ob im Film, in der Oper oder als öffentliches Denkmal, wir begegnen diesem Stück Literatur, wir begegnen dem Drachentöter und müssen sogar sagen, es ist ein deutscher Exportschlager, denn er hat auch Weltruhm erlangt und seine Geschichte wird erzählt fast überall, wo es Opernhäuser gibt. Und bis heute hat sich an der Faszination dieses Stücks Literatur nichts geändert. Keine Deutschlehrerin kriegt das tot. Leistungsstarke Menschen ziehen uns in den Bann. Und bis heute ist das ein Ideal, an dem sich viele Menschen orientieren. Gut aussehen, körperlich fit sein, in Schule und Beruf erfolgreich sein, wohlhabend oder eigentlich besser noch reich sein, einen gut aussehenden Partner oder Partnerin haben und gegen die Tücken des Lebens möglichst unverwundbar sein. Es klingt ja fast wie ein Stereotyp, wie ein
fast platte Darstellung und dennoch können wir uns der Faszination dieses Bildes nicht wirklich entziehen. Die Menschen an der Spitze unserer Gesellschaft tragen diese Züge. Wenn wir heute danach fragen, in der Musik sind das Menschen wie Ed Sheeran oder Rihanna, im Sport sind das vielleicht Cristiano Ronaldini oder Angelique Kerber, in der Wirtschaft der Daimler-Manager Dieter Zetsche oder die DHL-Managerin Melanie Kreis. Das sind Menschen, die Stärke besitzen, die man öffentlich an ihrem Starksein erkennt. Das sind Menschen, die Züge dieses Helden der Heldin tragen, die ich schon genannt habe. Und solche Menschen haben zu Recht Bewunderung und Respekt aus der Gesellschaft und aus der Öffentlichkeit. Wir wären stolz, wenn sie zu unserem Bekanntenkreis gehören würden. Wir wären froh, wenn solche Leute in unserer Gemeinde dabei wären. Wahrscheinlich wären sie sogar froh, wenn irgendjemand von denen heute Morgen hier sitzen würde. Als ich vor 4 Wochen schon mal gepredigt habe über das Thema Schwachsein, bin ich angesprochen worden von einer Frau nach dem Gottesdienst. In der Kirche reden wir eigentlich immer nur von den schwachen Menschen, sagte sie so sinngemäß. Was ist denn mit den Leistungsstarken? Die wollen wir doch auch bei uns haben. Und es müsste doch mal so gepredigt werden, dass die Leistungsstarken in der Predigt sich wiedererkennen, damit sie auch kommen und auch Teil der Gemeinde sind. Ja, die Leistungsstarken, die haben ihre Clubs und ihre Orte, wo sie sich treffen. Wenn man sie kennt, wenn man zu ihnen Kontakt hat, dann gilt das als wichtig, denn man muss ja heute ein Netzwerk aufbauen, zu dem möglichst viele wichtige und bekannte und starke Menschen gehören. Das gibt dann uns wieder Stoff zum Nachdenken. Existieren in unserer Gemeinde wirklich Vorbehalte gegen starke Menschen? Meiden erfolgreiche Menschen die christliche Gemeinde, weil sie sich dort nicht ausreichend willkommen fühlen? Kennen wir denn die gesellschaftlichen Leistungsträgerinnen und Träger in unserer Gemeinde? Können wir mit Namen sagen, wer denn zu denen gehört, die unsere Republik am Laufen halten? Finden unsere vorhandenen Sehnsüchte und Wünsche nach starken Menschen in der Kirche ausreichend Nahrung? Kann man hier einem begegnen, an dem man sich orientiert? Ja, finden denn junge Menschen hier jemanden, den sie so toll finden könnten, dass sie so sein wollen wie er? Wer tötet denn die Drachen bei uns, wenn es diese starken Menschen nicht bei uns gibt? Sie werden gebraucht. Das ist überhaupt keine Frage. Sie werden gebraucht, denn sie tragen tatsächlich unsere Gesellschaft wesentlich mit. Und jetzt wirft uns Paulus schon wieder, denn vor 4 Wochen war es auch ein Text von ihm, jetzt wirft uns Paulus schon wieder in diese Auseinandersetzung, was bedeuten denn gesellschaftliche Eliten für die christliche Gemeinde? Und da hängt dann auch irgendwie vielleicht die Frage dran, wo ordnen wir uns denn selbst zu? Wo würden wir denn von anderen zugeordnet werden? Das Ganze ist dann ein bisschen heikel, weil da so der Wert unserer Persönlichkeit mit dran hängt. Ein Kollege hat mich mal gefragt, hat gesagt, denkst du, ich gehöre zu den Leistungsträgern der Republik? Angeblich wohnt in dem Menschen der Drang inne, möglichst weit auf der sozialen Rangleiter oben zu stehen. Viele Verhaltenspsychologen sagen, dass uns das als Muster eigentlich eingeprägt ist. Wir wollen möglichst in der Rangleiter nach oben. Denn damit man sich gut fühlen kann, brauchen wir das Wissen, dass wir eine gute und respektierte Position einnehmen in der Gesellschaft. Also der eigene Selbstwert hängt davon ab, wie andere mich einschätzen und welche Position sie mir in der Gruppe geben. Die Verhaltenspsychologen sagen, wir können als Menschen gar nicht anders, als in Rangfolgen zu denken. Gerne wird dann das Beispiel des Rudels aus der Tierwelt herangezogen, um den Beweis zu führen. Denn im Rudel, da gibt ja immer das stärkste Tier den Ton an. Ich habe gelernt, bei den Löwen ist es das Löwenmännchen, das die meisten Haare hat. Schlechte Chance für mich. Und so fühle ich mich seufzend in die Erkenntnis, ich bin kein Siegfried. Offensichtlich nicht. Und dann aber
überrascht uns Paulus und präsentiert sich als ein Held. Er hat nämlich solche Taten vorzuweisen, dass seinen Lesern und Zuhörern eigentlich nur der Mund offen stehen bleiben kann. Denn er hat zwei spirituelle geistliche Erlebnisse vorzuweisen, die ihn zu einem außergewöhnlichen Menschen machen. Er wurde einmal in den dritten Himmel entrückt. Da muss man ergänzend sagen, nach antiker Weltlehre gab es sieben Himmel. Daher ja auch unsere Redeweise vom siebten Himmel. Und Paulus hat es von den sieben Himmeln immerhin mal schon in den dritten geschafft. Und das andere ist, er befand sich im Paradies. Er wurde ins Paradies entrückt und hat dort Worte gehört, die sozusagen so großartig gewesen sein müssen, dass er sie selber nicht wiedergeben kann. Ja, man muss schon ein antiker Mensch sein, um die Großartigkeit dieses Geschehens zu ermessen. Bei uns modernen Menschen haben wir immer versucht zu sagen, ja, na und? Ich will einmal versuchen, diese Vorstellung des Paulus in moderne Vorstellungen zu übersetzen, um vielleicht etwas von dieser Großartigkeit klar zu machen. Jemand erzählt uns bei einer Dinnerparty, dass er den Mount Everest im Alleingang ohne Sauerstoffflasche bestiegen hat. Jemand erzählt uns, dass ihn die Königin von England zu Tee eingeladen hat und persönlich den Tee eingeschenkt. Jemand erzählt uns, dass ihn der Papst eine Privatführung durch die Sixtinische Kapelle gemacht hat und ihm alles da erklärt. Jemand erzählt uns, dass ihn der Vorstandschef der Deutschen Bank zu sich nach Hause eingeladen hat. Einer erzählt uns, dass sie bei Germany's Next Topmodel dabei ist. Jemand erzählt uns, dass sie ein volles Stipendium mit Aufenthaltserlaubnis an der Harvard University. Das sind alles so Dinge, die ließen uns den Mund offen stehen, wenn wir das hören würden. Und das würden wir vielleicht sogar ausrufen, das ist ja unglaublich. Nun, was würden wir denn von einem Menschen halten, der uns das dann so ganz beiläufig, en passant, wie man so schön sagt, bei einer Tasse Kaffee erzählt? Wir würden denken, na, das ist vielleicht eine Angeberin, ein Angeber. Der hat es aber nötig. Gerühmt muss werden, sagt Paulus. Das Heldenlied muss gesungen werden in der Halle der Krieger. Und wenn uns Siegfried zum fünften Mal alle Einzelheiten schildert, wie er das Schwert dem Drachen in die Kehle gestoßen hat, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr unbedingt beeindruckt, sondern vielleicht gelangweilt. Hagen von Tronje knirschte mit den Zähnen, wenn das Lied von Siegfried erklang. Eigenlob stinkt, sagt der Volksmund. Und deshalb sagt Paulus auch, das ist eine Narrenrede, die ich hier mache, denn wer es nötig hat, sich seiner besonderen Leistungen öffentlich zu rühmen, zeigt eigentlich ein schwaches Selbstbewusstsein, ist eigentlich gerade kein starker Held. Narrenreden so, sagt Paulus. Und wer dann so durchblicken lässt, was er eigentlich für einen gesellschaftlichen Status hat, um die anderen zu beeindrucken oder sie vielleicht in eine demütigere Haltung zu bewegen, der ist doch bereits unten durch. Das ist ein Englisch, die Engländer haben ein wunderbares Wort dafür, Understatement. So was tut man nicht. Denn wer von Bewunderung innerlich abhängig ist, ist abhängig. Wir sind aber alle Narren und kommen ohne das Rühmen nicht aus. Jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen. Siegfried ist unverwundbar, bis auf eine kleine Stelle. Sie kennen es wahrscheinlich noch, wenn Sie Ihr Nibelungenlied gelesen haben. Als er im Drachenblut badete, legte sich fieserweise so ein Lindenblatt auf seinen Rücken, auf die Stelle zwischen den Schulterblättern. Und dort blieb er verwundbar. Haben Sie es mal probiert, diese Stelle zwischen den Schulterblättern? Das ist die einzige Stelle, die Sie mit Ihren Händen nicht erreichen, wo man sich nicht kratzen, wo man sich nicht waschen kann, weder von unten noch von oben. Die einzige Stelle am Körper, die wir mit eigenen Händen nicht erreichen können. Das ist die verwundbare Stelle des Siegfrieds. Und diese Stelle hat so ein Dreieck, so wie ein Lindenblatt ja auch dreieckig. Und selbst der starke Held aus dem Drachenblut bleibt verwundbar, ist verletzlich.
Jeder Mensch, ob er nun einen Drachen getötet hat oder nicht, hat eine schwache Stelle. Jeder Mensch ist verwundbar. Es ist ihre Liebe zum starken Siegfried, das die schöne Kriemhild verwundbar macht. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch. Er hat eine körperliche Schwäche, die er nicht verbergen kann. Und so sehr er darum ringt, so sehr er Gott darum anfleht, er kann sie nicht loswerden. Meine Schwäche kann ich nicht loswerden. Vielleicht müsste ich den Plural sagen, meine Schwächen kann ich nicht loswerden. Und selbst wenn ich mich noch so sehr bemühe, sie liegen in dem Ort der Persönlichkeit, die ich durch eigene Anstrengung nicht erreichen kann, wie das Dreieck zwischen meinen Schulterblechern. Es gibt Strategien, wie man mit den eigenen Schwächen dann umgeht, wenn man sie einmal sich selbst eingestanden hat. Es gibt viele Negativstrategien, die nicht weiterführen. Ich kann zum Beispiel meine Schwäche schlicht leugnen und jeden scharf zurechtweisen, der mich auf meine Schwäche hin anspricht. Ich kann anderen die Schuld dafür geben. Da kann ich zum Beispiel sagen, meine Eltern sind schuld, dass ich keinen Erfolg in der Schule habe. Ich habe mal ein Mädchen gehört, die zu den Eltern gesagt hat, ihr hättet mich zwingen müssen, Klavier zu lernen. Die Kinder sind schuld, dass ich keine Karriere gemacht habe. Der Partner ist schuld, dass ich unglücklich bin. Kommt Ihnen das bekannt vor? Eine andere Strategie ist es, mit Schwäche umzugehen, indem man sich selbst klein macht. Dann bade ich in Selbstmitleid, dann falte ich vor mir meine Minderwertigkeitsgefühle aus. Und irgendwie werde ich dann mit meiner Schwäche fertig. Oder ich flüchte mich in die Sucht. Oder es wachsen wie im Nibelungenlied Neid und Hass auf den Starken. Und die Schwachen setzen alles daran, den Starken zu Fall zu bringen. Ja, in der Schwäche liegt eine tödliche Gefahr für die Persönlichkeit, für unsere Persönlichkeit. Denn eine falsche Strategie, mit der Schwäche umzugehen, endet tödlich. Das ist eine der Botschaften des Nibelungenlieds. Lasst mir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war die alte Luther-Übersetzung. Die neue Luther-Übersetzung, die, ich muss sie gerade nochmal suchen. Lasst mir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das ist eigentlich noch stärker. Das ist sozusagen noch zuversichtlicher, noch revolutionärer. Wie kann ich gut mit meinen Schwächen umgehen? Paulus bietet uns da einen Weg an, den wir heute Morgen lernen können. Er findet einen Sinn darin, warum er Schwäche hat. Er nimmt seine Krankheit als etwas, das Gott ihm auferlegt hat. Gott will, dass er schwach ist. In diesem Punkt, er hat ihn so gemacht. Und diese Schwäche hilft Paulus, sich nicht selbst für besser zu halten als andere Menschen. Er hilft ihm sozusagen, ihn von der Leiter immer wieder runterzuholen auf die Augenhöhe, was wir ja immer mal wieder brauchen. Besonders die Starken brauchen Schwächen, damit auch sie wissen, dass sie nicht über andere Menschen stehen und dass sie kein Recht haben, sich über andere Menschen hinwegzusetzen oder sich über sie zu erheben. Schwäche hilft, sich auf andere Menschen einzulassen. Schwäche hilft, überhaupt menschlich zu werden. Denn nur dadurch sind wir Menschen, dass wir auch schwach sind. Und letztlich, das ist die tief religiöse Aussage, erst in meiner Schwäche komme ich Christus wirklich nah. Paulus geht so weit zu sagen, meine Schwäche, das ist eigentlich meine Stärke. Meine Schwäche ist eine Stärke. Da gibt es dieses wunderbare Bild der Auster. Sie kennen ja die Auster, diese Muschel. Wenn da ein störender Fremdkörper in diese Auster hineinkommt, ein Sandkorn oder etwas anderes, das sie reizt, an dem sie sich reibt, das eigentlich nicht in die Auster hineingehört, was tut sie? Sie macht eine Perle daraus. Und das ist eine ganz wunderbare Strategie, aus seiner eigenen Schwäche eine Stärke zu machen. Machen wir aus dem, was uns an uns nicht gefällt, eine Perle. Wie soll man das anstellen? Nun, es gibt Menschen, die zeigen uns das hier jeden Sonntag.
Hier versammeln sich bei uns in der Gemeinde Menschen, die sich offen zu ihrer Schwäche bekennen, dass sie einmal Alkoholiker gewesen sind, immer noch Alkoholiker sind. Und sie versammeln sich als Gruppe und organisieren sich und stützen sich gegenseitig und machen so aus ihrer Schwäche eine Stärke. Vielleicht können wir unsere Schwäche als Herausforderung annehmen, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit umgehen, dass daraus etwas Kostbares wird. Gott wählt sich den Schwachpunkt unserer Persönlichkeit, um uns nahe zu sein. Das ist ja das Merkwürdige. Da, wo wir als stark sind, da verzichten wir nämlich am ehesten auf ihn. Da gibt es nämlich diesen wunderbaren Satz: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Sozusagen, da, wo ich selbst stark bin, brauche ich Gott ja gar nicht. Ich brauche ihn da, wo ich schwach bin. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Seelen in Christus.